Hallo Leute, willkommen bei der 100 Baby Super Sim Challenge Landleben. Dies ist Teil 152. Und wir haben mitten in der Nacht, aber hier sind einige noch ziemlich munter. Ja, du solltest dir mal ein Bettchen suchen, denn so weit ist es doch nicht her mit der Munterkeit. Ja, wo lassen wir die denn schlafen? Ich meine, die können sich hier frei aussuchen, ob die bequem sind für größere Mädels. Mal gucken. Und die Lana sollte vielleicht auch mal schlafen. Die hatte sich, glaube ich, mal hier hingelegt. Das Hochbett. Oder das Stockbett. Oh, was hat sie denn für ein Problem gehabt? No, kein größeres. Okay, gucken wir doch mal, was die so für Level haben. Sie ist Logik schon Level 4. Na, dann könnten wir sie einfach so ein bisschen Schach spielen lassen und so. Oh ja, die ist ja schon... Ich erinnere mich, ihr Bruder hat mit ihr zusammen Logik trainiert. Vor langer, langer, langer Zeit. Und sie hat es dann nicht geschafft, aber der Bruder ist schon ausgezogen. Und die Lana? Eieieiei, die kann ja praktisch noch gar nichts. Dann überlegen wir mal, was soll mit der am besten machen. Ich glaube, fähigkeitenmäßig wird hier zum Landleben am besten Gärtnern passen. Aber da die Jenny die Pflanzen immer in so perfektem Zustand hat, gibt's da immer so wenig zu tun. Dann macht das auch nicht viel Sinn. Wir könnten aber vielleicht diese besonders großen Pflanzen mal kaufen. Und die soll sie dann morgen vielleicht mal einpflanzen oder sowas. Und... Jetzt gucken wir mal. Wahrscheinlich haben wir hier jede Menge Pflanzenzeugs. Das könnte dann die Lana auch pflanzen und dann lernt sie das und dann nehmen wir die teuren Sachen. So. Machen wir hier erstmal Standard gepflanzt. Das ist jetzt ein Gemüsebeet, da machen wir... Hier ein Blumenbeet. Oi. So viele Chrysanthemen. Und Löwenmäulchen. Und Tulpen, Rosen sind wertvoller. Obwohl, für Jennys Familie macht das ja praktisch keinen Unterschied. Hier hätten wir noch Basilikum. Das können wir hier zum Spinat packen. Und vielleicht ein paar Brombeeren. Und vielleicht auch ein paar Bäume. Oh, Tomate ist gut. Tomate ist lecker. So. Und dann machen wir hier einen Apfelbaum und hier einen Birnbaum. Ja, die Lana möchte ich eigentlich möglichst bald ausziehen lassen, weil mir das so ein bisschen auf die Nerven geht mit diesem ewigen Fischschwanz. Und die kriegt man offenbar nicht entbackt, habe ich den Eindruck. Oh, hier gibt es auch noch Kartoffeln und Karotten. Machen wir da noch ein Beet mit Gemüse? Ja. Macht ja Sinn. Dann kann man damit auch kochen. Und wenn wir dann ein bisschen was zusammen haben an Gemüse, können wir vielleicht auch auf nur kochen, was wir im Kühlschrank haben, umstellen. So.
Zitrone? Nee, nee, nee. Aber hier, grüne Bohne. Und hier ist grüne Erbse. Das dürfte wohl alles als Gemüse zählen. Das war's dann wohl schon. Ich meine, damit kommen wir, glaube ich, schon ziemlich weit. Was ist das hier? Ah, die Freundschaftsleckerchen. Ja, die sind ja wichtig. Was die alles in ihren Hosentaschen hat, die Jenny. So. Gut. Ich lasse es vielleicht einfach mal ein bisschen schneller laufen. Da haben wir einen Picknickkorb gekauft, genau. Haben wir hier schon gesagt, dass die Schildkröte rauskommen darf? Ja, Schildkröten erlauben sich auf Stamm zu sonnen. Da kommt sie auch schon. Und jetzt ist hier auch schon früher Morgen. Jenny, dann solltest du vielleicht dich mal hier um die Tiere kümmern. Die Kuh schläft noch. Und hier unser kleines Hähnchen, Küken. Gib ihm mal einen hanebüchenen Rat. Es ist, mal gucken. Es ist sauber. Zufriedenheit, sehr glücklich, sauber, satt und zufrieden. Und du, meine Liebe, die ist auch ein Jungtier. Okay, jetzt kommt sie hier raus. Na, er träumt schon vom Eierlegen. Hanrich, das wird nichts. Du kannst aber die Eier befruchten, dann können wir sie züchten. Wo ist sie denn? Unsere gute Henne. Können wir hier schon was putzen? Oh, Eier einsammeln. Eier einsammeln. Und man kann alles Mögliche machen. Und sie ist aber... Aufmerksamkeit, okay. Ertrag ab 6 Uhr morgens ein normales Ei. Gut, gib ihr ruhig mal ein Leckerchen. Oh, sie hat 2 Eier gesammelt. Immerhin. Könnten wir eine Eierspeise kochen? Gucken wir mal. Information über Eier. Ein ganz normales Ei, frisch vom Bauernhof. Ah, das hatten wir. Nein, das war die Standardflasche Milch, die wir vorher hatten. Ah ja, wenn man ihr ein Tierleckerchen, Freundschaftsleckerchen gibt, dann kann man sicherstellen, dass das nächste Ei weiß sein wird. Okay. Es ist die ideale Zutat für auf Eiern basierende Rezepte ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Oh, das ist doch gut. Ja, und Hanrich schläft jetzt. Gucken wir mal, ob die Kuh schon wach ist. Ja, die ist schon wach. Na prima. Dann kannst du die Kuh ja mal putzen und melken. Und wahrscheinlich muss man sie auch füttern. Nö, sie ist satt. Muss man hier sauber machen? Viehstall säubern. Oh, wie zufrieden die ist. Das müssen wir uns doch hier zu Gemüte führen. So. Wie sie das genießt, die Kuh. Ja, sie hüpft vor Freude. Wolltest du nicht auch noch melken, Jenny? Ah, das kommt noch. Putzen, melken. Gut. Und hier den kleinen Bub absetzen. Was hat denn der Bub? Er ist traurig, weil er schmutzig ist. Tja.
Lena, kannst du vielleicht den kleinen Zwockel mal baden? Hier baden den Leonard. Und dann müssen wir den auch mal irgendwie leveln, damit die Geburtstag feiern können. Oh, er hat Level 3 der Fähigkeit Bewegung erreicht. Ja, dann können wir ja Geburtstag feiern, denn der Chris hat Level 3 in Kommunikation. Das ist gut. Und Jenny? Ah, Jenny melkt jetzt. Das ist gut. Das wollte ich nämlich hier. So. Ein Lama wollten wir ja auch noch kaufen. So. Wunderbar. Und jetzt mal weiter melken. Müssen wir hier irgendwie... Die Milcheierspeise kochen. 6 Flaschen Milch. Es gibt ja irgendwie auch noch goldene Eier und goldene Hühner und böse Hühner und alles Mögliche. Aber wir machen das alles schön nach und nach in Ruhe. Jetzt erstmal Standard-Eier. So, Jenny. Mal gucken, was sie da kochen kann. Frühstück servieren, Festmahl kochen, einmachen. Mal gucken, was man da machen kann. Fleischersatz. Oh, mit Pilz, Aubergine, Sojabohne und falsche Fleischwürfel. Und eingemachte Pilze. Wenn man Pilze hat... Oh, das ist eine Fähigkeit zum Leveln. Oder? Ja, Fähigkeit 3. Ah, die Kochfähigkeit. Gut, dann lasse ich sie mal Mayonnaise machen mit dem Ei. Und dann gucken wir mal. Ja, cool, cool. Ja, müssen wir ein paar leckere Sachen anbauen und so. Schokoladensirup. Kuhbeermarmelade. Ja, gut, eine Kuhpflanzenbeere müssten wir mal angeln gehen. Machen wir erstmal eine Mayonnaise. Und dann könnte sie natürlich auch bestimmt irgendein Rührei kochen. Rührei mit Milch oder... Ja... Manche Omelettes werden oder Pfannkuchen, Käse. Sie kann Käse aus einer beliebigen Milch machen. Das ist gut. Und dann soll sie Eier und Toast machen. Wird sie den halben Vormittag am Kochen sein. So, Partygröße. Gut. Na, das ist doch nett. Die Lana kümmert sich um den schmutzigen Bub. Carzini! Oh, Pomeray! Oh, im Inventar von Jenny wurden zusätzliche Gläser platziert. Na, gucken wir doch mal. Das ist bestimmt das Mayonnaise-Glas. Ja. 2 Stück. Mayonnaise. Oh, 85. Luxus-Mayonnaise. Ob man die hier hinstellen kann? Na komm. Na komm. Einfach nur hinstellen. Viva Deso. Viva Deso Yerno Varo. Cleave. Tanif Fazu. Will nicht so richtig. Tja. Kann man in Welt platzieren? Ja, weglegen. Machen wir weglegen. Und hier ist auch noch eins. Laktosefrei. Und das ist der Käse.
der sieht aber toll aus. Super gut. Ja, jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Geburtstag klappt. Nehmen wir erstmal den Leonard, denn der ist schon wach. Der Chris schläft noch. Nein, hier geht es leider nicht. Also brauchen wir eine extra Geburtstagsfeiertheke. Gut. So. Dann muss der Hase erstmal woanders hin, vielleicht hier hin. Und dieses schöne Teil. Passt das noch irgendwo sinnvoll hin? Hier könnte man das hinstellen. Ja, ja. Dann holen wir uns eine Theke. Die finde ich relativ hübsch. So. Eigentlich reicht es so mit zweien. Vielleicht noch hier so ein Randdings. Das ist jetzt wahrscheinlich die für hier. Und dann brauchen wir noch die für die andere Seite. Da. So. Jawohl. Und das ist die Inseltheke. Oh, und in vielen Farben. Ja, irgendwie habe ich so am Rande mitgekriegt, da wurde gemeckert über die Küchenschränke, aber mir gefallen die ganz gut. So, und da legen wir dann den Kuchen drauf und dann können wir auch Geburtstag feiern. So, Lena. Kerzen ausbürsten, pipapo. Das Begrüßungskomitee. Helfen, Kerzen auszublasen. Leonhard. Essen für uns, wie nett. Oh, und Chris ist sehr hungrig. Dann sollten wir mit dem gleich Geburtstag feiern. Er nimmt sich schon was. Das ist okay. Und Jenny, du kannst einfach mal hier bei dem Eier und Toast zum Essen rufen. Mehr Auswahl zum Essen rufen. Oh, und vielleicht hätten wir die Nachbarn erstmal begrüßen sollen. Nachbarn hereinbitten. Da ist auch Mika gekommen. Die ist jetzt auch eine Nachbarin. So. Jenny ist jetzt erstmal... Nein, nein, sorry, die Reihenfolge war falsch. nee, wir haben gerade keine Zeit. Wir kriegen Nachbarn und Geburtstag feiern müssen wir auch. Es ist gerade richtig anstrengend. So, wir probieren das nochmal mit dem Geburtstag. So. Und der Chris hat sich jetzt was zu essen geholt. Dann soll der erstmal essen. Hier stehen da alle rum. Jenny, sei einfach mal höflich. Frag mal nach Essen und stell dich mal bezaubernd vor. Und hier kannst du dich fröhlich vorstellen. Und die ist auch da. Und die geht nach oben. So, so, jetzt ist hier Geburtstagfeiern angesagt. Ja, er ist noch zornig. Ja, du könntest hier gleich wieder neue Kerzen drauf machen. Er überlegt sich das noch, ob er wirklich älter werden will. Und? Jawohl.
Gut, der hatte, glaube ich, bei Motorik die gute Leistung. Dann lassen wir ihn doch einfach mal als Kind das motorische Bestreben machen. Würfeln mal. Böse, nein, nein, böse machen wir nicht. Musikliebhaber. Ja, ein sportlicher Musikliebhaber. Gut. Ja, du darfst aufs Klo gehen. Kriegst du dorthin? Oh, und hungrig ist er auch. Geh erstmal aufs Klo, das ist immer eiliger. Und dann kannst du dir hier Toast mit Eiern nehmen. Und Lena, du kannst jetzt mit Chris Geburtstag feiern. So. So. Nö, macht sie nicht. Ist hier einfach zu viel Trubel. Wir probieren es nochmal. Helfen, Kerzen auszublasen. Chris. So. Jawohl. Du kannst hier gleich mal wieder neue Geburtstagskerzen drauf machen. Ja, die müssen sich hier erst ein Plätzchen suchen, wo sie genügend Platz zum Altern haben. Da, genau. Und jetzt schön im Kreis drehen. Jawohl. Der hatte, glaube ich, sozial am meisten. Aber ich nehme mal mental, denn die Kinder können jetzt hier ganz viele mentale Sachen machen. Ich ändere vielleicht auch noch das Bestreben von dem anderen beim gemeinsamen Kochen und beim Gärtnern und bei allem Möglichen sammeln die mentale Fähigkeiten. Er ist kreativ, das ist in Ordnung. Gut. Und du kriegst jetzt auch das mentale Bestreben. Da hatte ich eben nämlich gar nicht dran gedacht. An die neuen Fähigkeiten. So. Er hat jetzt irgendwie noch gar nichts gemacht, hat sich da in ein Gespräch reinziehen lassen. Ah, er hat sich was zu essen geholt, oder? Nein. Jetzt spielt er. Geh du mal ein ärgerliches Häuflein machen. Und sie mag Hip-Hop. Och ja, warum nicht? Irgendwann? Ach. Ah, das ist der Chris. Und ich habe hier den Leonhard. Die sehen sich jetzt ziemlich ähnlich mit der Frisur. Vielleicht gebe ich dem Chris mal eine lockigere Frisur. Komm, wir gehen mal in den Kass, damit ich euch unterscheiden kann. Ihr hattet doch diese hübsche Lockenfrisur. Ja. Ich meine, die Frisur ist auch schön, aber ich habe sie gleich mal verwechselt. Ich meine, das ist ein bisschen zu wild. Das auch. Nee, das ist alles zu krass. Ja, das würde schon eher passen. Oder dieses hier. Ja. Und dies da? Nö, dann lieber dies da. Das sieht langweilig aus. Ja, ich denke, das können wir erstmal nehmen. Und dann
Das ist ein Schlafanzug. Da müssten wir noch was Besseres hinkriegen. Fürs Landleben. Das hier sieht ländlich aus, ja. Und dieses hier. Dann kriegen wir auch was Schöneres hin. Ja, nehmen wir noch eins dazu. Dieses da. Mit Schürze. Warum nicht? Gibt es da noch mehr Landleben? Nee, das sind die beiden einzigen. Dann kriegt der Chris die in anderen Farben. Und für heißes Wetter nehmen wir auch ein Landleben-Outfit. Ah, das heißt Landhausleben. Irgendwie hatte ich das bisher nicht so richtig auf dem Plan. Ich habe es immer Landleben gesagt bisher. Was? Es gibt keine Landhausleben-Oberteile. Ah, da muss man das heiße Wetter ausschalten. Komisch, wie ich das hier optisch die ganze Zeit ignoriert habe, dass das Landhausleben heißt. Da ist ja kaum was für heißes Wetter dabei. Das ist in Ordnung. Und dann eine Hose. Ach, jetzt müsste man das wieder extra wählen. Nee, Leutchen, geht gar nicht. Hier, das ist doch ganz hübsch. Ja, wir wollen es jetzt ja auch nicht übertreiben mit der Ankleiderei. Das ist okay. Ja, das habe ich ihm ja eben gegeben. Gut, das mit der Schürze. Und dies hier. Und dem Leonhard, der ein Magier ist. Bist du kein Magier? Der Chris ist kein Magier, aber er. So. Ja. Irgendwie sieht das eigentlich ganz hübsch aus. Ist aber ein bisschen zu mädchenhaft. Stört dich das mit dem Mädchenhaft oder ist es okay? Er scheint ganz zufrieden zu sein. Ich glaube, dieses Outfit können wir einfach erstmal lassen. Und dann kriegt er noch ein Landhausleben-Outfit dazu. Ja, shocking, shocking. Musst du noch üben mit dem Zaubern. Keine Ergebnisse. Wie? Es gibt keine Hosen. Keine Landhausleben-Hosen für Kinder? Das ist aber traurig. Dann darfst du die hier anlassen. Geht nicht? Zack, weg. Und dann kriegt die eine andere Farbe. Ja, das beißt sich. Nehmen wir das so. Die Stiefel. Ach, der hat halt gerne Stiefel an. Heißes Wetter. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Und Schlafanzug. Ist ein bisschen bunt, aber ist ja auch ein Kind. Gut. Der Jenny können wir vielleicht auch noch mal eine Landhausleben-Klamotte geben. Das ist für kaltes Wetter. Ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. Ja, das sieht ja eigentlich sehr hübsch aus. Aber wir geben ihr mal hier so ein Outfit. Die Farben passen nicht so. Das sieht besser aus. Nehmen wir das für heißes Wetter. Und so nach und nach können wir dann noch ein bisschen weiter im Kass rumschnuppern. Und ich denke fast, diese Folge ist auch schon länger geworden, als ich dachte. Jetzt gehen wir aber noch zurück. Gucken uns das mal an.
mit den Kiddies. Ob ich die jetzt besser auseinanderhalten kann. Oh. Jetzt hat sie einen anderen. Einen anderen Fischschwanz an. Und das ist aber schon krass. So. Chris, du könntest dich mal umziehen. Hier. Und der ist tatsächlich kein Magier geworden. Das ist, hatten wir schon lange nicht, dass ein Kind kein Magier geworden ist. Nun ja. Okay, und ich sehe gerade, dass mit der Lockenfrisur hat irgendwie nicht durchgegangen. Habe ich wohl nur für einen Schlafanzug geändert. Naja. Ich werde mich schon dran gewöhnen. Jo. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mal Schluss mit der Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.